Lampenfieber kennt sie nicht. Seit März moderiert sie die Tagesthemen professionell und routiniert. Kein Wunder, die Nordrhein-Westfälin ist seit über 16 Jahren im Nachrichtengeschäft. Angefangen hat sie beim Radio im heimatlichen Lippe. Jahre später landet sie vor der Kamera. Ihr Durchbruch im Norden als Moderatorin von NDR Aktuell. Sie macht jeden Spaß mit. Knapp 4 Jahre moderierte sie die Phoenix-Runde in Berlin und seit Anfang 2014 das Magazin Plus Minus. Vorfreude ist doch die schönste Freude. Ja. Wir freuen uns auf Pina Atalay. Du hast, was glaube ich nicht so viele wissen, bevor du in den Journalismus eingestiegen bist, vor 17 Jahren, hattest du eine Boutique, direkt nach der Schule hast du eine Boutique aufgemacht. Genau. Warum und was gab es da? Klamotten für junge Leute, habe ich immer gesagt. Ich bin in so einem relativ kleinen Ort groß geworden und es gab da nicht so viel. Ich habe selbst, wenn ich mir mal was kaufen wollte, gemerkt, ich muss dann nach Bielefeld fahren, Hannover, das war für uns dann schon weit weg und groß. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn mal? Ich wusste nicht so recht was und dann habe ich einen Klamottenladen aufgemacht. Und das hat dir auch Spaß gemacht? Das hat mir Spaß gemacht und das hört sich jetzt so ganz einfach an, aber man muss ja richtig Geschäftsfrau sein. Also ich hatte dann sofort eben diesen Laden, ich musste die Bekleidung einkaufen, ich hatte dann Termin mit den Vertretern der Firmen, Buchhaltung, den Laden sauber halten, 6 Tage die Woche arbeiten von morgens bis abends. Das war schon nicht ohne und glaube ich hat mich geprägt, was so Disziplin angeht und so ein bisschen mehr Verantwortung haben als zu Abi-Zeiten. Ja, und ein Händchen für schöne Klamotten hast du ja auch. Danke, ja, ebenso. Bequem. Und ich hatte nie eine Boutique. Aber wie bist du dann von der Boutique in den Journalismus reingeraten? Also Journalismus war schon was, was mich immer interessiert hat. Ich habe schon immer viel Zeitung gelesen, Radio gehört, ferngesehen. Mein Papa ist auch sehr affin, was so Nachrichten angeht. Mit dem gab es dann abends die Tagesschau. Und auch Tagesthemen waren bei uns Thema. Und ich weiß nicht, das war schon jetzt nicht so dieses Gefühl von, ich mache mal was mit Medien, sondern schon, ich will journalistisch was machen. Und es gab bei uns jetzt nicht so viele Möglichkeiten, irgendwo sich zu bewerben. Es gab die Lippische Landeszeitung und Radio Lippe. Bei denen habe ich mich beworben, Radio Lippe hat mich genommen. Und dann bin ich da auch erstmal hängen geblieben. Ja, und das war ja auch eine ganz schöne, harte Schule. Also erst Radio Lippe, da hast du volontiert. Dann bist du zur Antenne Münster gegangen, hast da auch viel Radio gemacht. Was muss man da alles machen bei so einem Regionalradio? So ziemlich alles. Also ich weiß noch bei Radio Lippe, der erste Tag, da wurde ich direkt mal zum Finanzausschuss Blomberg geschickt, hatte überhaupt keine Ahnung von irgendwas. War dann, als ich bei Antenne Münster war, die Frühmoderatorin, habe 3 Stunden morgens moderiert, war Chefin vom Dienst und habe eigentlich so ziemlich alles gemacht. Auch schon Nachrichten geschrieben und gesprochen, aber auch immer selbst verantwortlich gewesen für die Texte. Das war, glaube ich, eine gute Schule. Da kriegt man natürlich eine enorme Berufserfahrung und Sicherheit auch. Gerhard Schröder, hast du auch mal interviewt in dieser Zeit? Ja, jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr Interview nennen. Ich weiß noch, dass ich relativ jung war, 1920, ganz neu bei Radio Lippe. Er ist ja Lipper, er kommt ja wie ich von da weg, sagt man. Und dann bin ich da irgendwie auf einem Termin zu ihm gerannt, hatte mich nicht angemeldet, wollte ihn fragen, irgendwas. Und die Security sagte mal so, stopp, junge Dame, Sie brauchen einen Termin. Und ich sagte, bitte, bitte, ich bin doch aber von Radio Lippe. Und ich bin dann wirklich zu ihm durchgekommen und konnte dann kurz mit ihm sprechen. Das fand ich damals natürlich super. Das ist ganz schön mutig, hätte sich nicht jeder getraut. So, und dann bist du nach Osnabrück und dann kam das Fernsehen ins Spiel. Ja. Und das lag unter anderem an ihr. Gucken Sie mal. Hallo liebe Pina, ich grüße Sie aus dem weihnachtlichen Braunschweig, da wo es mich inzwischen hin verschlagen hat. Wissen Sie eigentlich, wie stolz ich auf Sie bin? Wenn ich Sie so im Fernsehen sehe, in Talkshows bei Kai Pflaume oder in den Tagesthemen, dann denke ich oft daran, wie Sie das erste Mal zu mir in Osnabrück ins Büro kamen. Eine hoch aufgeschossene, stolze Frau trat da durch die Tür, das schöne Haar zum Pferdeschwanz zusammengebunden und ein unglaublich gewinnendes Lächeln auf dem Gesicht. Ich dachte sofort, die bewirbt sich für den Hörfunk. Nein, die muss ins Fernsehen. Das ist sozusagen das natürliche Element. Ja, und wir haben ja dann auch gleich ziemlich konkret besprochen, wie es da hingehen kann. Und dass daraus so eine super Story geworden ist, das freut mich natürlich unendlich. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Liebe aus Braunschweig. Frau Luschny, erzähl uns, wie diese Begegnung aus deiner Sicht war. Also ich kann mich erinnern, dass ich doch irgendwie ein bisschen Bammel hatte. Ich kam ja nun vom Lokalfunk und dachte, gut, das ist jetzt der Öffentlich-Rechtliche. Mal sehen, wie das da so ist.
Und Frau Lusny war unglaublich nett, sagte gleich, setzen Sie sich doch, was haben Sie denn bisher so gemacht? Und als sie hörte, ich bin schon eben sehr lange dabei, 8 Jahre, hat sie gesagt, super, wir nehmen Sie hier für den Hörfunk. Und dann ging es wirklich relativ schnell, dass ich dann zum Fernsehen übergeschwappt bin. Erst als Autorin, Reporterin, dann als Live-Reporterin. Da hat sie mich sehr unterstützt. Mhm. Frau Lusny, ja, ganz toll, Dankeschön. Der NDR hat da wirklich, muss ich sagen, geholfen. Das ist auch wichtig, dass man Menschen hat, die einen an die Hand nehmen. Sonst, glaube ich, läuft es nicht so richtig. Ja, und du bist ja dann hier nach Hamburg geholt worden, zu NDR aktuell. Okay. Und dann ging es ja eigentlich Schlag auf Schlag. Und da musstest du auch so einige Situationen aushalten. So, jetzt müssen wir aufklären, wo wir uns befinden. Das ist das Hermannsdenkmal. Befindet sich genau wo, für die, die da noch nie waren? Detmold in Ostwestfalen-Lippe, also im Kreis Lippe. Und es ist so das Wahrzeichen der Lipper. Ich bin ja Lipperin. Also du bist ja eigentlich Bösingfelderin. Eigentlich Bösingfelderin und Bösingfeld ist quasi in Lippe. Bösingfeld ist, jetzt wird es ganz kompliziert, ja? Packen Sie Ihren Atlas raus. Bösingfeld ist quasi an der niedersächsischen Grenze. Wenn man da ein bisschen weiterfährt, ist man in Hameln, bekannt durch den Rattenfänger. Ja. Wenn man quasi nach links fährt, ist man dann irgendwann Richtung Lemgo und dann irgendwann in Detmold. Das ist alles Kreis Lippe. Okay, können wir alles mal ganz in Ruhe googeln? Ganz in Ruhe, ne? Ich zeig dir das mal. Also da bist du aufgewachsen. Deine Eltern stammen aus der Türkei, sind Anfang der 70er Jahre hierher gekommen. Wie hat dich das geprägt? Also zum Beispiel sprachlich? Bist du perfekt zweisprachig? Zum Glück ja. Meine Eltern haben das ganz gut hinbekommen. Also wir haben zu Hause Türkisch gesprochen. Und ich hatte dann eine deutsche Nanny, die auf mich aufgepasst hat. War dann eben im Kindergarten, habe immer Deutsch gesprochen mit meinen deutschen Freunden. Und also, es war so völlig normal. Zu Hause wurde dann aber Türkisch gesprochen und ich durfte nicht mischen. Das war ganz gut. Ich musste dann entweder oder. Sprichst du denn also heute mit deinen Eltern immer noch Türkisch? Auch mal so ganz unterschiedlich. Manchmal spreche ich mal komplett Deutsch, dann verfällt man wieder ins Türkische. Ich freue mich manchmal auch, wenn ich einfach mal Türkisch sprechen kann, was ich nicht so oft tue. Und es ist schon schön, dass man beides kann. Dann kommt noch Englisch dazu, das konnte ich gefühlt auch schneller lernen. Man sagt ja auch immer, Kinder, die zweisprachig groß werden, haben nicht so große Probleme mit anderen Sprachen. Stimmt. Aha. Und also du bist ja absolut hier sozialisiert, rund ums Hermannsdenkmal, sag ich mal, von Bösingfeld. Und welche Rolle spielt denn die Türkei in deinem Leben heute überhaupt noch? Also Verwandtschaft, gelegentliche Besuche? Genau. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn jemand irgendwie mit seiner Familie nach Hamburg gezogen ist, aber Oma und Cousine wohnen noch in München. Dann fährt man öfter dahin, hat einen Bezug dazu und so ist es mit der Türkei für mich. Also natürlich wohnen da Verwandte, Freunde, deswegen bin ich regelmäßig da. Macht auch Urlaub und finde es da sehr schön. Istanbul ist eine tolle Stadt. Ja, wunderbar, ich liebe Istanbul. Sehr schön, genau. Man kann da wirklich sehr viel machen, Tag und Nacht. Aber natürlich ist die Heimat und das Zuhause ist hier. Und was war das für ein Gefühl, dass dein Antritt bei den Tagesthemen in der Türkei Schlagzeilen gemacht hat? Das fand ich ganz süß. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Und für die war das wirklich was Besonderes. Die sagten dann, Mensch, ein deutsch-türkisches Mädchen, die Pınar, mein Name kann man auch Pınar aussprechen, Pınar statt Pina, genau, die in Deutschland eben so das Flaggschiff der ARD mitmoderiert, das fanden sie ganz toll, das fand ich süß. Und deine Eltern finden es wahrscheinlich auch toll. Ja, die sind auch ganz stolz, klar. Es gibt so eine Geschichte, du hast ja die deutsche Staatsbürgerschaft, aber beim ersten Anlauf hast du erst mal gesagt, nee, Dankeschön, will ich gar nicht. Ja, das war schwierig. Ich war so ein bisschen so mit diesen ganzen Pässen und Ausländerpolitik, alles kompliziert, ich mache das Fass mal nicht auf. Ich hatte auf jeden Fall einen türkischen Pass und wollte dann irgendwann den deutschen haben und dann wurde ich aber darum gebeten, einen Zeitungsartikel vorzulesen und den Inhalt wiederzugeben. Das gehörte dazu? Das gehörte dazu, genau, im Kreis Lippe. Und das war so, da war ich so Anfang 20 und dann habe ich gefragt, was ist denn, wenn ich den selbst geschrieben habe, geht das auch? Dann sagte er, nein, ich glaube, das geht nicht. Dann sagte ich, dann bringe ich so Financial Times, also das ist ja nicht deutsch. Das, wissen Sie was? Ich gehe wieder und habe es dann irgendwann in Münster nochmal probiert mit Ende 20 und der war ganz nett. Ja, da musste ich nichts vorlesen. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist ein bisschen absurd, extrem rückständig. Ne, also bei Ausländerbehörden ist manchmal noch Luft nach oben. Ja. Ist es für dich manchmal lästig, dass du immer mal wieder, allein schon durch deinen Namen und durch deine Herkunft, darauf angesprochen wirst, auf dieses Multikulti, auf dieses Leben zwischen zwei Welten? Für mich hat es ja eine absolute Normalität. Und ich wünsche mir, dass man eben irgendwann an dem Punkt ist, dass es einfach keine Rolle mehr spielt. Dass eben nicht als erstes gefragt wird, was hast du für einen Namen, wo kommst denn du her, sondern man sich erstmal über was anderes unterhält, weil es sehr schnell eine Stigmatisierung natürlich gehen kann, dass man dann immer so mit diesem türkischen Hintergrund, für mich ist der völlig normal und ist schön, dass man beides hat. Ich sehe das positiv. Ja, und je entspannter man damit umgeht, desto normaler wird es auch für die anderen. Ne? Genau. So, ich war Glück. Noch eine Woche bis Weihnachten. Wie wird bei dir gefeiert? Schon mit meinem Mann und Freunden zusammen, ganz entspannt. Ich freue mich schon drauf. Ich habe auf jeden Fall frei, weil wir senden nämlich nicht an den 3 Tagen. Oh, das ich habe dann bis sozusagen Weihnachten noch die Tagesthemen und dann ist erstmal so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Bist du denn so ein Deko-Freak? Nee, gar nicht. Also, aber Weihnachtsbaum schon? Ja, einen kleinen.
Wir haben so einen kleinen Baum und ich mag auch schon irgendwie so ein paar Kerzen hinstellen, aber so Gedöns ist nicht so meins. Mhm. Gedöns? Gedöns. Herrlich, das Wort Gedöns kommt aus, das kenne ich aus Wuppertal. Das glaube ich nicht kommt vielleicht so aus, ne? aus der Ecke irgendwie, aus NRW, das kann sein. Ja? Gedöns. Schnickschnack. Weihnachtsgedöns. Aber ein paar Schokis schon, ne? Schokolade oder? Kann man ja essen und dann vernichten, muss man auch nicht genau. abstauben. Deswegen, aber so kleine Figürchen, das ist irgendwie nicht meins. Ja. Was gibt es denn bei euch eigentlich denn zu essen Weihnachten, Pina? Ich hoffe eine Gans, so ganz klassisch. Finde ich gut. Es gibt ja auch oft viele, die dann sagen, so Kartoffelsalat genau mit Heißwürstchen, aber ich finde, ich mag es dann schon deftig mit Klößchen und Rotkohl und so. Ein bisschen aufwendigeres Essen. Ein bisschen aufwendiger. Ne? Ich koche es ja auch nicht. Es kann ruhig aufwendig sein. Kannst du denn kochen? Ja, aber eine Gans habe ich noch nie gemacht. Also ich kann zugucken und helfen und schnibbeln und so. Rotkohl kann ich auch, aber eine Gans habe ich noch nie gemacht. Und wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte von dir, was du besonders gut kannst, was wäre das? Was kann ich denn besonders gut? Oh Gott, alles irgendwie mit Nudeln? Ist, glaube ich, auch nicht so schwer, wenn man eine schnelle Soße machen will. Und Königsberger Klopse kann ich ganz gut. Oh, das ist sehr lecker. Das, und das ist gar nicht so einfach. Ja. Habe ich von Rainer Sass mal gelernt. Ah. Aber nach dem Der macht es bestimmt besser als ich. Ja, natürlich. Ja. Aber nach dem Tagesthemen isst du sowas Schweres nicht mehr. Ne? Nee, da koche ich auch nicht mehr. Da ist es dann zu spät. Da ist dann schon Nacht, da ist schon Mitternachtsschmaus. Pina, war schön, dass du hier warst. Jetzt können wir uns ja nochmal drüber hermachen über die Schokolädchen. Ne? Sehr gerne. Also, wir wollten die eigentlich aufessen während der Sendung, haben wir nicht geschafft. Zu viel geschnackt. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Ja, ich nehme Marzipan. Tschüss.